Die Pentax KM hat es in sich. Einen Sensor mit großen Werten, 10,2 Millionen Pixel Auflösung für Bilder, die durchaus auch im Posterformat bestechend scharf sind. Und eine Farbtiefe von 36 Bit im RAW-Format, die in jedem Fall zu brillanten Abzügen führt. Und dies alles, obwohl es die kleinste SLR ihrer Art ist. Ein kleines Staubkorn auf dem Sensor wirkt sich verheerend aus. Es stört und oft entdeckt man die Ursache erst sehr viel später, wenn man die Bilder in der Vergrößerung auf dem Computermonitor betrachtet. Daher wird Staub in der Pentax KM regelmäßig vom Sensor abgeschüttelt und in der Kamera eliminiert. Wie schade, wenn der Tag geht und das Licht abnimmt. Die Belichtungszeiten der Kamera werden so lang, dass die Bilder verwackeln. Mit der Pentax KM werden die Tage länger, weil die Verwackelungen durch die Shake Reduction erheblich gemindert werden. So gelingen auch abendliche Schnappschüsse oder Aufnahmen in Innenräumen, die man sonst durch Blitzlicht ihrer besonderen Stimmung berauben musste. Eine Digitalkamera ist nicht nur ein dunkler Kasten, der Bilder aufnimmt, sondern auch ein hochkomplexer Computer. Und die Pentax KM arbeitet mit dem Prime-Prozessor, einem besonders leistungsfähigen Rechner, der keine Probleme hat, über 10 Millionen Bildpunkte so schnell zu bearbeiten, dass man 3,5 Bilder pro Sekunde fotografieren kann. Damit Sie nicht warten müssen, bis die Kamera bereit ist, sondern die Kamera warten kann, bis das Motiv stimmt. Die Pentax KM unterscheidet sich von vielen anderen SLR-Kameras, indem sie die Tugenden von praktischen Kompaktkameras mit dem umfangreichen Leistungsspektrum von SLR-Kameras verbindet. Zum Beispiel bietet sie für die wichtigsten Motive spezielle Belichtungsprogramme an: Porträt, Landschafts-, Makro-, Sport- und das Nachtaufnahmenprogramm. Und als i-Tüpfelchen gibt es den Auto-Picked-Mode, der das Motiv selbstständig erkennt und das entsprechende Motivprogramm automatisch einstellt. Wo ist die Bedienungsanleitung, wenn man vor Ort eine Frage zu einer Kamerafunktion hat? Natürlich on board. Die Pentax KM hat eine Taste, die Sie nur zu drücken brauchen. Dann klicken Sie eine weitere Funktion und bekommen diese auf dem rückseitigen Monitor erläutert. So lernen Sie die Kamera schnell und gründlich kennen. Das schafft Klarheit. Der Monitor einer Digitalkamera ist mehr als nur ein elektronischer Sucher. Er ist auch der Monitor des kamerainternen Computers. Zur besseren Lesbarkeit des Bedienmenüs kann die Schrift auf 150% vergrößert werden. Die Monitorgröße ist zwar zu bisherigen Digitalkameras schon recht groß, trotzdem kann man manchmal die Qualität des Bildes nicht präzise erkennen. Hierfür bietet die Pentax KM eine Lupenfunktion, die das Bild bis zu 16-fach vergrößert. Als Besonderheit kann das Monitorbild geteilt werden, um so zwei Bilder miteinander zu vergleichen. Besondere Aufnahmesituationen benötigen besondere Einstellungen. Durch kamerainterne Bildbearbeitung wird bestimmten Motiven besonders Rechnung getragen. Egal, ob es das Anheben der Farbigkeit bei Nachtaufnahmen ist, die Korrektur der enormen Lichtmenge bei Strand- oder Schneebildern oder die gesunde Gesichtsfarbe für Kinderbilder. Ohne Strom können Digitalkameras leider nicht arbeiten. Daher ist es wichtig, dabei immer möglichst unabhängig von der nächsten Steckdose zu sein. Die Pentax KM benötigt 4 normale Mignon-Batterien, die es weltweit zu kaufen gibt. Mit frischen Batterien können Sie weit über 1000 Bilder machen. Eine Kamera ist so gut wie ihre Leistungswerte? Das stimmt natürlich und daher haben wir die Pentax KM auch so gut wie möglich ausgestattet. Aber besonders wichtig war uns ihre Größe, genauer gesagt ihre Kleinheit. Denn eine Kamera, die wirklich handlich, leicht und klein ist, nimmt man gerne mit. Manche Bilder gelingen besser mit manueller Fokussierung, manche eher mit Autofokus. Und damit kein Motiv wegen umständlicher Schaltersuche verloren geht, ist dieser wichtige Schalter direkt am Objektiv, damit man ihn ohne die Kamera absetzen zu müssen bedienen kann. Bildbearbeitung on board. Nicht jedes Bild ist so, wie wir es uns wünschen. Oder zu manchen Bildern haben wir Ideen, die Bildbearbeitung erforderlich machen. Das ist eigentlich Computerarbeit. Nicht bei der Pentax KM. Die Pentax KM enthält schon eine kleine Anzahl Filter und Bearbeitungsmöglichkeiten, die manchmal die Bearbeitung am Computer überflüssig macht. Sie können Farben korrigieren oder verstärken, Bilder zu Schwarz-Weiß-Aufnahmen wandeln oder verfremdende Effekte anwenden. So können Sie dann auch ohne den Umweg über den Computer Bilder zum Belichten oder zu einem Drucker schicken.